So, wir sind wieder zurück bei The Next Big Thing. Wir spielen Dan und wir sind auf der Suche nach Liz. Weil Liz hat ja unsere Stadionkarten für diesen Boxkampf. So, und deswegen suchen wir sie jetzt. Also hier soll sie wohl zuletzt gewesen sein. Und da liegt er schon. Hört das der Irren? Ich achte nicht so auf ihre Klamotten. Da liegt ein Gürtel, den nehmen wir mit. Hoffentlich finde ich nicht noch mehr Sachen von ihr. Tja, was geht's mich an? Was haben wir denn dabei? Wir haben einen Hut, einen abwesenden Presseausweis, eine Sammelkarte und den Gürtel. Sehr gut. Der funktioniert mit Holz. Nee, wirklich? Ich soll den ausmachen? Warum denn? Dann nicht. Schau mal, solche großen Stapel habe ich noch nie getragen. Aber Schritt für Schritt habe ich es bis hierher geschafft. Wow, die sind ja Tage alt. Gut. Da ist der Aufsteller von der Feier. Guck es dir an. Scheint ein Film zu sein. Ja, klar. Habe ich schon erwähnt, wie sehr ich auf Filmmonster stehe? Gut, dann ist hier nichts. Dann gehen wir erstmal gucken. Vielleicht ist irgendwo anders ja noch ein Hinweis. Da stehen Sprühflaschen. 8 Stück. Mein halbes Gehalt darauf, dass sie Octopus gehören. M.K.O. Pansies. Offenbar hat Willy Feinde. Okay, ist hier noch irgendwas? Eher nicht. Dann gehen wir mal weiter gucken. Der muss aber einen Tee haben. Ich lass ihn lieber schlafen. Okay, hier steht... Der gehört El Chupacabras. Hier steht der Gitarrenkasten, den klauen wir jetzt, wenn der eh schläft. Er spielt nie vor Publikum. Der gehört Liz, mein halbes Gehalt drauf. Bunt und lustig. Guck uns mal alles an. Gitarrenkasten? Das ist eine erstklassige Maxi-Bar, obwohl der Salzstreuer in Kaktusform schon witzig ist. Okay. Der Roboter ist nicht mehr da. Das Labor dieser depressiven Nervensäge. Was ist das? Eine Kralle von El Chupacabras. Ich dachte, die wären echt. Kann ich die mitnehmen? Nein. Puh, so klappt das nicht. Der gibt aber ziemlich oft den Geist auf. Hey, Tobi! Braver Junge, guter Junge. Nein, heute gibt's kein Kaviar, du Vielfraß. Na komm, rein mit dir. Ich habe ihn nicht begrüßt, seit er Tobi 2 war. Ist sein Gedächtnis vererbt? Okay, kann ich in die Villa gehen? Die machen wohl nach der Party sauber. Jedenfalls lassen die Roboter keinen rein. Außerdem könnte Willy da sein und wenn er mich zum Essen oder Trinken einlädt, komme ich zu spät. Okay, dann können wir da also nicht rein. Dann gehen wir zum Auto. Da ist ein Baseballschläger. Den nehmen wir mit. Ich hebe ihn immer im Auto auf. Egal in welchem Auto. Mein Chef hat ihn mir geliehen. Er gehört seiner Frau. Seiner ist in der Werkstatt. Er hatte ihn mir geliehen, weil meiner einen kleinen Schaden hatte. Manche Leute werden einfach nicht schlau. Wohin soll ich jetzt? Ich hätte nichts dagegen, Queenie, die raketenmäßige Schwester der Irren, wiederzusehen. Aber die weiß bestimmt nichts. Und, naja, ich will die Familie nicht beunruhigen. Hab Dirty Harvey, meinen ersten Trainer, ewig nicht gesehen.
Aber nicht heute. Wir können uns ein andermal treffen und über die alten Zeiten im Ring quasseln. Nein, die arbeitet um die Zeit für Willy. Man sollte Arbeit und den Rest nicht vermischen. Also gut. Oh, was ist das denn? Manche Leute verlieren auf Partys aber auch alles. Wow, da ist ja der Seelensauger dieser Sadofee mit dem Wahnsinnsvorbau. Ach ja, die war ja auf der Party, hatte Schluck auf, tanzte ganz alleine und... Was für ein Hundeleben. Okay, sonst ist hier nichts, dann gehen wir nochmal zurück. Irgendwas muss ich doch übersehen haben. Kann ich mit irgendwas, was ich habe, diese Kralle da rausholen? Mit... dem Dingen? Nein. Mit dem Gürtel? Nicht. Kann ich sie ansprühen? Mit dem Baseballschläger? Was? Warum nicht? Okay. Klingt zwar völlig unlogisch, aber wo ich gerade einen Schläger zur Hand habe... Okay. Jetzt geht's hier zu einem Bootssteg. Gehen. Los. Lauf. Da ist ein Seil. Aufregend. Nimm es. Puh, wenn ich mir große Mühe gebe. Ein dreifacher Schotsteg mit zwei doppelten Schlägen. Das müsste ja scharf sein. Können wir das abschneiden damit? Ja. Keine Ahnung, warum ich es will, aber wenn man in meinem Viertel aufwächst, stellen sich solche Fragen nicht. Gut. Heute keine Fahrten. Ah, die Fähre zum Studio rüber. Okay, ist hier sonst noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Dann gehen wir mal gucken. Aber das sieht zu aus, das Schiff. Zugesperrt. Hallo, ihr da drinnen! Jemand an Bord? Tja, wer will schon darauf? Gut. Dann gehen wir zurück zur Villa. Mit einem Haufen Zeugs im Inventar und keine Ahnung, was wir machen sollen. Vielleicht habe ich irgendwas da vergessen. Was habe ich denn dabei? Oh, ich habe gerade eine Idee. Dieser Tobi ist ja wie ein Hund. Und Hunde können ja Spuren lesen. Und wenn ich ihm das Gürtel vorhalte, ist ja ihr Geruch daran und dann kann er das vielleicht erschnüffeln. Hey, Tobi! Hey, Kumpel! Jetzt gibt's was zu tun. Da geht es ja weit runter. Hey, du Irre! Soll ich dich da rausholen? Mist. Wenn sie da ist, muss ich sie befreien. Aber wir haben doch ein Seil. Hält das, wenn ich es befestige? Was ist hier los?
Das nehme ich auf. Lass uns Albert da drin verstecken. Im Sarkophag? Genau. So gewinnen wir Zeit. Verschwinden wir sonst. Das sollten Sie lieber lassen. Ihre Unsichtbarkeitstricks sind gegen mich wirkungslos, immaterieller Mann. Sie und die schöne Miss Allaire werden von meinen Bediensteten zu ihren neuen Zimmern begleitet. Ich begleite mich allein. Chloroform. Halten Sie sich etwa für besser als ein... Jetzt, wo er wusste, was Liz zugestoßen war, würde Dan sie nur mit Hilfe von Big Alberts Hinweisen aufspüren können. Der Sarkophag? Fragte Edgar. Den haben sie zum Tempel der ewigen Illusion gebracht. Nein, jetzt habe ich ein Riesenproblem, keuchte Dan entsetzt. Der Tempel der ewigen Illusion. Die Kommandozentrale der als hohe Priesterin Kraum H. bekannten Illusionistin war eine uneinnehmbare Festung. Jedes Stäubchen, das dort hineinkam, wurde gefilmt, gescannt und untersucht. Der Scanner registrierte jegliche Gehirntätigkeit. Und das Tempelinnere war voller Todesfallen, denen noch nie ein Mensch entronnen war. Das Match wurde härter und härter, aber Dan war schon so weit gekommen. Außerdem hatten sich seine Gefühle für Liz verstärkt. Diese Dummbratze, bloß wegen der hänge ich schon wieder in den Seilen. Hoffentlich hat sie meine Eintrittskarten nicht verloren. Das lag vorhin noch nicht da. Vielleicht hat Tobi es fallen lassen. Diese Haustiere machen leicht schlapp. Dann reden wir doch mal mit Kadjanowski. Hey, Kadjanowski! Zurück, Erdling, sonst zerlege ich dich mit meinem hypergalaktischen Laser! Bist du verrückt geworden? Haha, was für ein Typ. Nenn mich nie beim Nachnamen, für meine Freunde bin ich Edgar. Faszinierend. Ach übrigens, hast du was von unserer Freundin gehört? Unserer Freundin? Da täuscht du dich, aber egal. Warum bist du so bekloppt angezogen? Ich bin der neue Vulcan Flash. Schön für dich. Und wer ist der Idiot? Tu doch nicht so! Jeder kennt Vulcan Flash! Ich bin nicht jeder. Na gut, in Arminsen nicht. Dort heißt er Videgeist Jimenez. Die haben seinen echten Namen zensiert. Wenn man nämlich aus dem V ein H macht, aus dem U ein J und aus dem F ein O, aus dem K ein M, und wenn man es dann rückwärts sagt, ist es was ganz Schlimmes. Okay. Alle Buchstaben ausgetauscht, also rückwärts gelesen. Ist ein ganz böses Wort. Wer hat dich denn dazu gebracht, dich so idiotisch anzuziehen? Rate mal, unsere Freundin Liz? Verhunzt das Graffito. Nicht bei Mr. Fitzrandolph, deswegen muss ich es abwischen. Ist Willy da? Er war in der Villa, aber er hat den Zeppelin bereit machen lassen. Vielleicht ist er schon dort. MKO Pansies. Was ist damit gemeint? Der neue MKO-Slogan. Fitzrandolph will weg vom Horrorgenre und auf Familienfilme setzen. Familienfilme? Nicht mein Ding. Aber erzähl ruhig. Du weißt schon. Flockige Komödien und fröhliche Kinderfilme. Sogar Musicals. Ich mache mir trotzdem nichts aus Familienfilmen. Aber erzähl weiter. Schwierig ist nur, dass etliche Monsterdarsteller nichts vom Wechsel halten und Mr. Fitzrandolph boykottieren wollen. Ich kann sie ja verstehen. Du verfeinerst die hohe Kunst, Leute zu erschrecken, und dann sollst du auf einmal den Kindergarten-Ork spielen. Mein halbes Gehalt, dass das Graffito von Octopus Herring stammt. Wahrscheinlich. Wusstest du übrigens, dass es in Arminsen unter Androhung öffentlicher Prügel verboten ist, dir Kraken in die Socken zu stopfen? Faszinierend. Das Thema ermüdet mich. Bitte wähl das nächste. Sie haben also den Sarkophag mitgenommen. Okay, das ist ja jetzt wichtig mit dem Sarkophag, weil da ist ja der Big Albert wohl drin. Wohin wird denn der Sarkophag gebracht? Zum Tempel der ewigen Illusion. Ist der Tempel wirklich uneinnehmbar? Ja.
Da ist noch niemand reingekommen, außer für die Zaubervorführungen, die Krom H. dienstags gibt. Das Merkwürdigste ist aber, dass das Publikum nicht weiß, wie es reinkommt. Sie stehen draußen Schlange und plötzlich, bumm, sind alle drin und sitzen bequem auf ihren Plätzen. Welcher Wochentag ist heute? Samstag. Ach. Das passt ja dann nicht. Was zum Kuckuck ist der Tempel wirklich? Na, ein Tempel. Du bist dein Gehalt allemal wert. Ha, was für ein Typ. Er ist eine Pyramide, die Krom H. Stein um Stein aus Ägypten hat mitbringen lassen. Jetzt erstmal Schluss mit Tempeln. Bis dann, Alice. Gut. Gehen wir doch mal gucken, ob sich hier auch irgendwas verändert hat. In die Villa kommen wir immer noch nicht. Hier ist auch nichts Neues. So, dann gehen wir hier gucken. Oh! Mann, Sie haben es ja aufgekriegt. Ich helfe dir, alles zusammenzubauen und dann gleich auch auszuprobieren. Nein, das darfst du nicht machen. Ich werde doch sowieso sterben. Aber ich finde das äußerst verwerflich. Was wird denn dann aus Poesie, Schönheit, Reinheit und Harmonie? Das ist völlig unwirtschaftlich. Ich will aber da rein. Da gibt es keine Diskussion. Du passt da nicht rein. Nicht rein, nicht rein. Ich, der Poet, pass nicht rein. Lass ihn laufen. Na los, komm rein. Hey, Dan Murray. Kein geringerer. Und du, alter Brummer? Was für ein Typ! Professor Fly, stets zu Diensten. Sag mal, was hat denn der Blödmann da draußen? Der Poet? Ich soll ihm eine individualisierte Teleporterkabine basteln. Tele was nochmal? Oh, ein Laie! Komm, ich zeige sie dir. Zwei Kabinen. In eine von ihnen fliegt das ängstliche Versuchsentchen. Hopp. Und in der anderen erscheint es blitzschnell wieder. Oh. Klingt das gut? Dan erfasste das unglaubliche Potenzial der großartigen Erfindung hinsichtlich seines Vorhabens. Und so erklärte er es Professor Fly. Nicht übel. Hast du ein Versuchskaninchen, alter Brummer? Außerdem Entchen, meine ich. Hoffentlich. Der Poet würde gerne, aber da gibt es keine Diskussion. Jetzt hast du eins. Kann losgehen. Das wäre verwerflich. Der Teleporter ist in der letzten Testphase. Rein rechnerisch ist er tödlich. Mit dem Tod ist zu rechnen. Vor allem für die Leber. Deshalb nehme ich nur Freiwillige, die drei Bedingungen erfüllen. Erstens, sagte Fly, musst du für die Gesellschaft ganz und gar entbehrlich sein. Zweitens, deine Lebenserwartung muss weniger als ein Jahr, 2 Monate, 9 Tage und 37 Minuten betragen. Drittens, du musst meinen psychologischen Test bestehen, der einen hochgradigen Sittenverfall nachweist. Okay. Was muss ich also tun, um als gesellschaftlich entbehrlich zu gelten? Keine Diskussion. Du arbeitest beim Quill. Du bist ein genialer Sportreporter. Okay, also heißt, ich müsste meinen Job verlieren, damit ich entbehrlich bin. Weil dann liegt das ja nicht mehr vor. Meine Lebenserwartung ist denkbar gering. Ganz sicher? Das lässt sich nämlich wissenschaftlich belegen. Siehst du das Gerät in der Ecke? Besser als du. Meine Augen sind nicht geschwollen. Ist das ein Typ. Aber du hast recht. Ohne meine rote Brille sehe ich schlechter. Hab sie gestern verloren. Also, der Apparat ist ein Lebensanzeiger. Er misst anhand der Atempartikel die verbleibende Lebensspanne des Testsubjekts. Wie lange noch, bis man den Löffel abgibt? Stimmt's?
eindeutig positiv. Positiv, eindeutig. Verrat mir doch mehr über den Poeten. Okay, ich gehe mal alle Fragen durch. Ist er wirklich so blöd? Naja, der Poet des Schmerzes ist eigenartig. Eigenartig? Hallo? Ja, eigenartig. Inwiefern eigenartig? Auf eigenartige Weise. Ich verstehe. Sehr eigenartig. So lala, eigenartig. Also nur eigenartig. Jep, einfach nur eigenartig. Genauso eigenartig wie unser Gespräch. Stimmt, unser Gespräch ist schon eigenartig. Führt unser eigenartiges Gespräch irgendwo hin? Eigentlich nicht, aber du bist so beharrlich, dass ich dich allmählich für eigenartig halte. Eigenartig? Ich? Du, eigenartig. Ja, okay, ich höre jetzt auf. Warum darf der Poet nicht dein Versuchskaninchen sein? Das ist leider wissenschaftlich unmöglich, weil er nicht in meine Teleporter-Kabine passt. Es ist unwirtschaftlich, weil die Baukosten für eine Kabine seiner Größe unabsehbar sind. Und es ist moralisch verwerflich, weil wir hier über einen der größten Dichter unserer Zeit reden. Heißt er wirklich so? Poet? Der Poet des Schmerzes. Er hat schon 3 Gedichtbände zum Thema veröffentlicht. Leider fängt er an, sich zu wiederholen. Hatte er es schon immer mit Gedichten? Früher war er Filmkenner. Da er ziemlich schmerztolerant ist, hat er alles bis zum Umkippen ausprobiert. Er hat sich vernachlässigt. Am allerbesten war, dass er seinen Freunden von seinen Versuchsschmerzen berichtete. Das tat er so poetisch, dass jemand vorschlug, das musst du unbedingt aufschreiben. Okay. Also, denkt sich der Poet der Schmerzen, je nachdem wie er sich Schmerzen zufügt, ein anderes Gedicht aus. Das ist ja sehr interessant. Warum will er unbedingt Versuchskaninchen spielen? Meine Teleporter-Kabinen sind in der letzten Testphase. Sie sind noch ziemlich gefährlich für die Freiwilligen. Der Poet betrachtet sie als neue, aufregende Form des Schmerzes und... aufregend neu. Sucht also immer noch nach neuen Schmerzensarten. Poeten, alles Blödmänner. Mach den Test des Sittenverfalls mit mir. Wetten, ich übertreffe deine besten Ergebnisse? Na dann los. Das sind 4 sinnlose Kleckse. Was siehst du da? Wir sollen wahrscheinlich etwas nehmen, was relativ schlecht ist. Ein Brand im Stadion der Freaks. War vor etwa 3 Jahren. Das ist gar nichts. Nicht mal moralisch verwerflich. Tut mir leid. Probier's nochmal, wenn du wirklich durch bist. Zurück unter die Decke, Brummer. Was für ein Typ. Kann man hier irgendwas mitnehmen? Fast so ordentlich wie mein Schreibtisch beim Quill. Und, ja. Wir testen jetzt mal dieses Ding. Na, wie viele Jahrzehnte bleiben hier wohl? Jahre, 5 Monate, 6 Tage, 12 Stunden, 9. 5 Jahre, 6 Monate, 12 Tage, 9 Stunden? Widerliches Ding. Und das Schlimmste ist, dass ich keine 2 Jahre mehr haben darf, damit Fly mich als Versuchskaninchen annimmt. Mir fällt da gerade was ein. Wir haben das Blatt von dem Hund und irgendwann hat jemand gesagt, dass der nicht alt wird, also diese Tiere. Das hat Tobi verloren. Und was wäre, wenn ich das mit der Waage benutze?
Tobi stirbt im Herbst und wird im Frühjahr wiedergeboren. Jetzt kann ich gar nicht mehr verlieren. Jahre, 0 Monate, 0 Tage, 19 Stunden, 3. Oh, Murray. Wie? Was ist los mit dir? Dir bleiben nur 19 Tage, armer Kerl. Das ist wirklich eine geringe Lebenserwartung, entfuhr Sly. Entspann dich. Hauptsache, ich erlebe den Kampf am Freitagabend noch. Dann ist alles gut. Was für ein Typ. Okay, also die eine Bedingung haben wir erfüllt. Für die andere müssen wir jetzt unseren Job loswerden. Hör genau hin. Ich werde Fleiß Versuchskaninchen. Ja, sag mal, hast du dir die Hand verkohlt? Schmerz. Schmerz inspiriert mich. Ein Vers, ein ganz neuer Vers. Eine höllische Sonne versengt mir die Haut. Präzise, grausam und verschlagen. Soll ich dir die Fresse polieren? Macht mir nichts aus. Nein, zu gewöhnlich. Das inspiriert mich nicht. Neuen Schmerz für neue Verse. Zeig mir was Neues. In Ordnung. Warte hier. Du wirst ausflippen. Okay, also wir sollen ihm neue Schmerz zeigen. Wie wär's denn damit? Ich hätte da was. Vielleicht inspiriert es dich. Was Neues? Zeig mir was Neues. Salz und Zitrone. Na, irgendeine Inspiration? Es inspiriert mich. Ich spüre es. Die Stärke, die Dauer. Erzähl's mir. Wie ein ausgehungerter Zombie frisst mein linkes Auge mein Hirn. Was für ein Gedicht, mein Freund. Was für ein Gedicht. Danke, mein Freund. Danke, Freund. Gut, haben wir noch mehr? Was ist hiermit? Ich hätte da was. Vielleicht inspiriert es dich. Was Neues? Zeig mir was Neues. Na los, saug dir die Seele aus. Mal sehen, ob das wehtut. Irgendeine Inspiration? Es inspiriert mich. Ich spüre es. Die Stärke, die Dauer. Erzähl's mir. Strömt das Blut wie rotes Spray, tut der Kiefer wohlig weh. Was für ein Gedicht, mein Freund. Was für ein Gedicht. Danke, mein Freund. Danke, Freund. Karte? Die Gürtel? Ich hätte da was. Vielleicht inspiriert es dich. Was Neues? Zeig mir was Neues. Hier, Spraydosen. Du kannst sie mischen um... Herring! Herring! Octopus Herring! Ja, die gehören ihm. Stört dich das? Viele davon. Ich hasse dich. Ignoriere dich. Spucke dich an. Ich will nicht. Will nicht. Will nicht. Beruhige dich. Vergiss es einfach, okay? Was hat der bloß? Okay, das funktioniert nicht. Ein Tantenkoffer? Nein.
Bettverschläger. Ich hätte da was. Vielleicht inspiriert es dich. Was Neues? Zeig mir was Neues. Ein Schläger. Ich poliere dir die Fresse und... Ich wiederhole mich nicht. Niemals. Heißt das, du hast dir schon selbst mit einem Schläger die Fresse poliert? Was Neues? Zeig mir was Neues. Och, Mann. Dann haben wir noch das. Ich hätte da was. Vielleicht inspiriert es dich. Was Neues? Zeig mir was Neues. Wie wär's mit kleinen Messern? Du kannst dich damit schneiden. Hier und da, wie es dir gefällt. Ich wiederhole mich nicht. Niemals. Ah, sag nichts. Du hast dich schon geschnitten. Hier und da, so wie es dir... Was Neues? Och, Mann. Das ist böse. Das ist gemein. Und ich werde mir jetzt die Ohren zuhalten. Der flippt aus. Na, irgendeine Inspiration? Ist es vorbei? Es inspiriert mich. Ich spüre es. Die Stärke, die Dauer. Erzähl's mir. Mein Gehör, von 1000 Bienen schwer verletzt, explodiert mit Macht. Was für ein Gedicht, mein Freund. Was für ein Gedicht. Danke, mein Freund. Danke, Freund. Mehr Sachen haben wir nicht. Ich überlege gerade, was müssen wir nochmal lösen? Wir müssen unentbehrlich sein, heißt, wir müssen gekündigt werden. Ich habe da eine super Idee. Aber es ist eigentlich auch total doof. Weil... Ah, das ist das Auto von der Frau vom Chef. Wir könnten theoretisch das Auto zerstören. In irgendeiner Weise. Aber wie? Sollen wir es... Ich weiß, wir zerkratzen. Ich könnte das Auto leicht zerkratzen, aber das ist mein Chef gewöhnt. Das soll ich ins Auto packen? Warum? Dann nicht. Ansprühen. Das soll ich ins Auto packen? Nein, warum? Du sollst das Auto ansprühen. Das soll ich ins Auto... Weißt du was? Peng. Wenn ich das Auto der Frau meines Chefs platt mache und er kriegt es mit, bin ich aus dem Spiel. Aber Fly würde mich als Versuchskaninchen annehmen. Dann wäre ich Liz einen Schritt näher und auch der Reportage, die mir den Job sichert. Was sowieso keinen Unterschied mehr macht. Ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich breche das Spiel ab, erfinde eine Reportage und behalte meinen Job. Wäre nicht das erste Mal. Oder ich lasse mich rauswerfen und suche das unausstehliche, blöde Papa-Töchterchen. Das Los Angeles Stadium. Freitagabend. Manny Brown. Rico Sandretti. Das ist das wirklich Wichtige im Leben. Und da sie immer noch die Karten hat... Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht habe ich diesmal ein bisschen übertrieben. Ach. Jo, Handtaschenformat? Lose Teile. Und das bleiben sie auch. Aber wie kriegt denn mein Chef das mit? Natürlich jetzt doof. Habe ich nicht mehr das Diktiergerät oder so?
Egal, wir versuchen es jetzt schon mal, gehen zu dem Fly und sagen ihm, was passiert ist. Vielleicht bin ich ja befeuert. Ach, lauf doch schneller. Wo ist er denn? Ich komme runter! Alles in Ordnung? Meine Schreibkunst hat stark nachgelassen. Ich bin jetzt für die Gesellschaft entbehrlich. Ich bin wirklich ungern so unglaublich ehrlich, aber das ist ehrlich unglaublich. Wenn dein Chef dich noch nicht entlassen hat, heißt es, dass du noch viel geben kannst. Keine Diskussion. Mir ist gerade was aufgefallen. Flieg schön an die Decke, die Hühner. Da liegt deine Kamera. Du kannst doch die Sachen nicht auf dem Boden liegen lassen. Murray, pass auf, wo du hintrittst. Da liegt meine Kamera. Um alles muss man sich selbst kümmern. Und jetzt gehen wir uns fotografieren vor dem Auto. Ja. Och. Nein, lauf! Nein, nicht da. Da. So. Ja, ihr hattet Spaß, ne? Kamera. Bin ich Fotograf? Moment mal. Hey, Kleiner! Na? Mary, 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 Mary! Mary! Haben wir Hinrichtungsformulare? Nein, Mister. Bringen Sie das Kündigungsformular! Und? Wie gefällt er dir? Er ist ungewöhnlich undenkbar. Undenkbar ungewöhnlich. Dan Murray ist für die Gesellschaft entbehrlich, urteilte Fly. Sehr gut. Jetzt fehlt uns nur der Test. Nein, der alte Brummer soll mich selber testen. Nein, ich will nicht... die Scheißleiste. Alles in Ordnung? Wir versuchen jetzt nochmal den Test vielleicht. Teststunde. Das sind 4 sinnlose Kleckse. Was siehst du da? Oh! Das ist doch das Gedicht von dem Poet der Schmerzen. Eine höllische Sonne versenkt mir die Haut. Präzise, grausam und verschlagen. Klasse Antwort. Sehr gut. Mach weiter, wir haben noch 3. Was siehst du da? Oh. Mein Gehör von 1000 Bienen schwer verletzt explodiert mit Macht. Klasse Antwort. Es sind noch 2 übrig. Was siehst du da? Ein Auge und ein Gehirn. Wie ein ausgehungerter Zombie frisst mein linkes Auge mein Hirn. Klasse Antwort. Mal sehen, ob du den letzten herausbekommst. Was siehst du da? Ein Hasen. Strömt das Blut wie rotes Spray, tut der Kiefer wohlig weh. Klasse Antwort. Gratuliere. Rief Fly. Du bist für die Gesellschaft so entbehrlich, dass du den Test hiermit bestanden hast. Aber werde nicht zu glücklich, sonst muss ich dich wieder feuern. Also, habe ich jetzt alles erfüllt? Na? Du hast den Test bestanden. Für die Gesellschaft bist du absolut entbehrlich. Da bleibt nicht viel, bis die Lichter ausgehen. Dan Murray, du bist das perfekte Versuchskaninchen. Klasse, dann mal los, grinste Dan. Da die Kabinen funktionierten, war Dans nächster Schritt klar. Er musste eine Kabine ins Domizil der Hohepriesterin Kromhaar schicken. Okay, dann machen wir jetzt erstmal eine Aufnahmepause und dann machen wir beim nächsten Mal weiter, wenn wir mit dieser Teleportermaschine irgendwie in diese Pyramide reinkommen, in diesen Tempel. Und dann gucken wir mal weiter, ob wir irgendwie Liz finden, wir müssen erst Orbit finden, der weiß vielleicht, wo Liz ist und bla 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 bla. Also, bis zum nächsten Mal.